Aber halt auf Comic-Basis. Das Ganze basiert auf einem Comic. Und es ist genialst gemacht. Ich habe das mal mit einem Kumpel von mir in der ganzen Nacht dann durchgezockt. Also es ist nicht sehr lang, wenn man es kann. Wenn man es nicht kann, ist es sehr schwer. Finde ich zumindest. Aber alles in allem, naja, es geht schon. Aber das werde ich auf jeden Fall spielen. Geht halt um eine Verschwörung. Wie hieß der Präsident immer, der erschossen wurde? Ach, verdammt. Egal. Geschichte 0. 6 Sätzen, genau sowas. Ja, auf jeden Fall um den Präsidenten geht's. Um die Verschwörung dahinter aufzudecken. Und es war damals, Entschuldigung, ein riesengroßer Gaudi darum. Ja, nee, ist klar. Na komm. Ich hab keinen Bock auf dich mehr. Tut mir jetzt leid für dich. Tot. Sag ich doch. Ich will Habitak zumindest auf Level 11 haben. Genau wie Radfratz. Alle ungefähr ein Level höher als ich sie hab. Yay, Habitag. Auch ein Level 10 Habitag. Mit vollem Leben. Egal, weiter. Drauf, drauf, drauf. Yay, komm schon. Volltreffer, komm mal. Volltreffer. Ah, nicht schlimm. Nicht schlimm. Das ist jetzt eh vorbei. Schön gemacht. 20 HP, das ist nicht gerade viel. Wenn jetzt wieder ein Sander kommt, krieg ich einen absolut. Ach, Radfratz. Wee, Radfratz. Jo, ansonsten, ich bin im Moment am Hadern, ob ich noch Assassin's Creed 2 anfange. Aber das hat CK ja schon gemacht und auch andere Spieler. Deswegen bin ich da noch relativ unentschlossen. Aber wir werden jetzt sehen, was passiert und was nicht. Das kommt dann ganz drauf an. Oh, scheiße, ich hab die Topsy von. Fuck! Nicht schlimm. Das kommt drauf an, ob ich Lust und Laune dazu habe. Ich habe immer noch zwei Projekte offen, Taktik sogar. Wobei, Taktik sogar habe ich immer ein Problem. Es kann sein, dass ich das komplett schon von anfangen werde. Dann werde ich das wahrscheinlich außerhalb von Gut und Böse nehmen. Oh, ich habe immer noch Tops gefunden. Egal. Egal, komm. Wir hauen jetzt einfach mal drauf. Aber ich werde es halt außerhalb von Gut und Böse spielen, in dem Sinne, dass ich die Geschwindigkeit um einiges hochdrehen werde. So. Ich glaube, jetzt sind wir vorbereitet. Gerade noch das Team umstellen. Und zwar so. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den nicht herausfordern können. So. Gucken wir mal. Priscilla! Du bist also immer noch unterwegs. Ja, klar. Ja, neue starke Pokémon.
Lasst uns mal gucken. So. Turbo. Ja, nee, ist klar. Alles klar. Da werde ich noch trainieren müssen. Habe ich so die dunkle Vermutung. Dass nichts gibt. Allein wenn die anderen nur halb so stark sind, vergeht, aber so. Boah, okay. Dann müsst ihr nachher leider zugucken. Ich meine. Oh, der könnte auch rübergehen. Ich dachte, aber Alter. Nicht lang spielen. Direkt Trumpf rausholen. Direkt betrumpfen. Und direkt mit dem Stärksten. Alles andere bringt da, glaube ich, nicht so viel. Ich glaube, da war irgendwas. Ich glaube, die konnte jetzt nur von dem nicht angehen. Das hat vielleicht was gebracht. Tja, kannst du auch was anderes als teleportieren? Schön. Yay, schön, Level. Hihihi. Nö. Au, das hier geht rum. Oh, mir wirkt, dass es noch nicht mal ein Volltreffer war. Volltreffer hat mich automatisch getötet. Au. Das war's für den. Egal, weiter. Ich dachte schon, jetzt geht's down, ey. Ah. Trumpfkarte! Naja, ich kenne Trumpfkarte. Ah, war ein Volltreffer. Yay! Komm schon, geh Level hoch. Da? Der hat ernsthaft noch einen Manda. Entwickelt sich der Manda so spät? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein, dass man sich so spät entdeckt. Leute, ich muss mal nachgucken. Leute. Na komm, dann halt das wenigstens durch. Ja, schön. Jetzt Volltreffer tot, das wäre im Geist. Okay, schade. Ja, komm schon. Du kannst es auch mal und du kannst es. Ich weiß, dass du das kannst. Schön. Strike, ja, Level 13. Priscilla besiegt. Zwar nicht sehr gut, aber ich hab's geschafft. Und die anderen noch ein bisschen gelevelt. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seinen seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir... Der hat selten. Ja, nee, ja, stimmt ja. Pokémaniac. Das Thema von mir sehr entwickelt.
Und ja, jetzt kommen ja die ganzen Rockets. Da, wow, das wird böse. Erstmal heilen. So, Zeit gerade genutzt, um zu räuspern und zu schnaufen. So. Ich werde auch jederzeit wieder. Hab ich alles noch auf der Bank? Ich hab so keine Ahnung mehr, was ich überhaupt habe. Schaltet PC ein. Jemandes PC. Gast-PC wurde hergestellt. Du hast Zugriff auf dein Pokémon-Erinnerungssystem. Pokémon mit mir. Ja, Spielspeicher. Ah, da sind sogar Pokémon drin. Jetzt haben wir nochmal ideale Zeit, um unsere Pokémon zu trainieren. Und zwar würde ich Nidoran. Nein, ich sag das. Dich noch. Nee. Dich gerne noch trainieren. Weil ich werde es direkt zu Yoking, sobald es hier entwickelt hat. Ich werde es nicht weiterentwickeln. Deswegen möchte ich Nuggetbrücke. Wenn du 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Ja, klar. Ich werde es direkt weiterentwickeln. Wofür habe ich denn den Mondstein? Ja, oh, Käfer-Pokémon, Käfer-Pokémon. Hoppi! So! Wie gesagt, schönes Level, um zu trainieren. Nicht so schwer. Schön. Schön gemacht. Ein Leben verloren. Wunderbar, so muss es laufen. So. Richtig chillig. So gefällt mir das. So gefällt mir das wirklich. Wenn ich jetzt in komplette Zeit zu laufen würde und wir nachher nicht nochmal in eine Höhle müssten. Das wäre echt der Hammer. Problem ist, wir müssen da noch eine Höhle. Ich weiß das. Die meisten von euch werden es auch wissen, weil die meisten haben dieses Spiel gespielt. Hey, Level 14. Giftstachel, yay! So, nächste. Ich bin Nummer 2. Jetzt ernst. Aus Spaß wurde Ernst noch Ernst heute 2 Jahre alt. Topsy! Giftstachel! Komm, Giftstachel! Wo hab ich denn jetzt Giftstachel? Giftstachel! Au!